Auch im Alter in den eigenen vier Wänden zu leben, ist der Wunsch vieler Menschen. Doch genau da besteht auch die Gefahr zu vereinsamen. In Bad Zell im Mühlviertel hat man sich entschlossen, dagegen etwas zu unternehmen. Ehrenamtliche sorgen sich mit Unterstützung des Diakoniewerks unter anderem um jene im Ort, die nicht mehr so mobil sind. Engelbert Diesenreiter hat ein Auto und seit seiner Pensionierung Zeit. Diese zwei Eigenschaften sind in seiner Heimatgemeinde Bad Zell in Oberösterreich gesucht. Herr Senninger, grüß dich gut. Ich darf dich heute wieder abholen. Ja. Arzt werden wir haben, einkaufen. Ja, Arzt nicht, aber einkaufen und ich darf ein Ding. Ja. Rosa Steininger lebt 4,5 Kilometer außerhalb des Zentrums von Bad Zell und seit dem Tod ihres Mannes vor 25 Jahren allein. Seit sie nicht mehr Auto fahren kann, ist sie auf Hilfe angewiesen. Man braucht halt, wenn man mal was tun möchte, dann brauchst du so ein Fahren, gell? Die 82-Jährige schätzt die ruhige Lage und will, solange es geht, in ihrem Haus bleiben. Der Mitverdienst, den die Gemeinde gemeinsam mit dem Verein Zeitbank organisiert, ermöglicht ihr das. Man macht das eben, damit man solchen Leuten, wie es bei Frau Steininger ist, sie ist 4,5 Kilometer außer dem Ort, also und wohnt niemand. Also deswegen macht man das, damit man da hilft. Weniger um Hilfe als um Gesellschaft geht es hier beim gemeinsamen Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren. Ein paar Tische sind jeden zweiten Donnerstag dafür reserviert. Einmal nicht selber kochen müssen, dafür erfahren, was es Neues gibt und gemeinsam auf Geburtstage anstoßen. Zum Geburtstag viel Glück! Einen 66. und einen 93. Geburtstag feiert die Runde heute. Sowohl Mittagstisch als auch Mitfahrdienst sind Teil eines gemeinsamen Projekts der Gemeinde, von Vereinen im Ort und dem Diakoniewerk. Mehrzeller Nachbarschaft heißt es. Das gemeinsame Ziel ist es, dass Menschen im Alter nicht vereinsamen. Es soll einerseits den betagteren Personen ermöglichen, in ihrem eigenen Haus so lange als möglich zu bleiben. Gleichzeitig soll Selbstständigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Bad Zell ermöglicht werden. Begonnen hat es damit, dass die Gemeinde das Diakoniewerk vor ein paar Jahren mit dem Bau eines Pflegewohnheims beauftragt hat. Auch das Haus für Senioren sollte Teil der Dorfgemeinschaft sein. Dafür sorgen ehrenamtliche Besucherinnen. Christa Jungreitmeier ist eine von ihnen. Mit der pensionierten Werklehrerin kommt Leben in die Hausgemeinschaft. An guten Tagen steht gemeinsames Basteln und Handarbeiten auf dem Programm. Manchmal wird miteinander geplaudert oder sie wird als Schiedsrichterin beim Schnapsen gebraucht. Der Besuchsdienst bringt einen Mehrwert für beide Seiten. Ich weiß, ich habe was getan oder gemacht an dem Nachmittag, was sinnvoll war und was für andere auch gut angenommen, also was andere auch gut angenommen haben. Und das ist für mich einfach wirklich ein gutes Gefühl und ich gehe gern her. Insgesamt ist die Mehrzeller Nachbarschaft ein Erfolgsprojekt mit einem einzigen kleinen Schönheitsfehler. Ältere Männer sind schwerer zu motivieren als Frauen, mitzumachen und sich helfen zu lassen. Vielleicht ändert sich das aber mit der nächsten Generation. Engelbert Diesenreiter könnte sich das zumindest vorstellen. Derzeit bin ich fit, aber man weiß ja nie, was kommen kann. Also, und dann kann man eben zurückgreifen. Ja? Und man hofft, dass das weiterhin so bleibt, also diese Bereitschaft in der Bevölkerung, für den anderen etwas zu machen.